Einige Basistipps fürs Go-Go-Tanzen. Es ist wie bei jeder physischen Aktivität ganz wichtig, sich gut aufzuwärmen. Vor allem hier in dieser Disziplin, bei der man eher für den Alltag ungewöhnliche Bewegungen vollzieht. Sie müssen also wirklich Ihre Gelenke schützen, indem Sie ganz einfache Drehbewegungen machen in beide Richtungen. Ich schlage Ihnen vor, um nichts auszulassen, von ganz oben bis nach ganz unten durchzugehen oder umgekehrt von unten nach oben zu arbeiten. Fußknöchel, Knie, Hüfte, Becken, Schulter, Ellbogen, Handgelenk, Hand, Finger, Hals und Kopf. In allen Muskelangelegenheiten empfehlen wir es, sich vorher aufzuwärmen. Alles, was Stretching und Dehnung ist, ist anzuraten. Mit der Zeit werden Sie dann eine bestimmte Körperpartie zum Aufwärmen auswählen können. Es ist ganz wichtig, mindestens 15 bis 20 Minuten zum Aufwärmen vor der Go-Go-Tanzen einzuplanen. Genauso ist es unumgänglich, sich zu dehnen. Denn dies wird die Entspannung Ihrer Muskeln beschleunigen, was Ihnen den Muskelkater erträglicher macht, den Sie am Anfang häufig haben werden wahrscheinlich.